pass auf dich auf. Wunder, dass die Licker nicht in diese Haupthalle reingegangen sind. Ah, hier brauche ich den Herzschlüssel, alles klar. Ich habe auch alles mitgenommen. Oh mein Gott. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Alter! Du fettes Rindvieh! Mann! Das ist doch... Ja, ich muss hier kurz... Ich habe auch nichts zum Heilen. Doch, ich habe ein Kraut. Ah, hier ist die Granate nicht zum Kontern, ne? Das ist ein bisschen doof. Oh, du Wichser. Ah, das wollte ich eigentlich nicht tun. Ach komm! Okay, die sind tot. Ja, das ist jetzt Kacke. Meine Fresse! Oh, danke! Die sind echt nervig hier in dem Teil, ne? Also muss man ja sagen. Hm, ich find's cool, dass ich wieder ein Messer hab, aber das bringt mir einfach nichts. Aber schön, dass dann auch in Teil 2 hier die ganzen Leichen dann gar nicht liegen, ne? Also, da sind nur lebende Zombies. Und die Kisten sind alle weg. Man findet übelst viel Sturmgewehr-Muni, ne? Ich hätte gern ein bisschen... War das der? Nein, der war es nicht. Ah Mann! So. 9 3 Wenn das jetzt die gleichen sind wie im Teil 2, ne? Das wäre natürlich lustig.
dass ich gerade noch Teil 2 gespielt habe und die hier noch auf dem Zettel habe. Schade. Na, die sind es nicht. Oh, ich glaube, mehr habe ich auch nicht mehr aufgeschrieben hier. So viele Zettel. Na, da steht auch nichts drauf. Schade. Da muss ich wohl warten, bis ich einen Code finde. Ah, das Leon-Rätsel hier kann ich bestimmt auch nicht lösen, ne? Schade. Aber wir haben hier noch was. Wir haben hier noch Kräuterlis und Munition. Und natürlich habe ich kein gegensätzliches, kein Kraut dagegen. Hier kommen wir nicht durch. So, okay. Festnahmebericht. Name Rodney Gray, arbeitslos, ehemals Elektriker, Tatverdacht, illegale Herstellung und oder Besitz von Sprengstoff. Schilderung. Der Verdächtige wurde beobachtet, wie er sich am 18. September 1998 nahe Box Street 1442 auffällig verhielt. Der Verdächtige wurde einer Leibesvisitation unterzogen und er wurde ein kleiner Sprengsatz sowie ein Zeitzünder in seiner Innentasche gefunden, was zur Festnahme mit dem obigen Tatverdacht führte. Bei einer Hausdurchsuchung der Bleibe des Verdächtigen wurden 20 weitere selbstgebaute Sprengsätze in verschiedenen Stadien der Fertigstellung gefunden. Der Verdächtige war extrem agitiert und nicht bei vollem Verstand. Er sprach fieberhaft, als die Befragung begann. Einmal musste die Befragung wegen eines plötzlichen Kreischens des Verdächtigen unterbrochen werden. Als die Befragung wieder aufgenommen wurde, machte der Verdächtige folgende Aussage. Ich hab's nicht für mich gemacht, sondern für euch. Warum kapiert das niemand? Die Leichen greifen aus der Dunkelheit an. Ein Sturm zieht auf, aber der Regenschirm taugt nichts. Man muss in die Luft jagen oder ihr werdet mehr als nur nass. Wir brauchen mehr Bomben. Ah, meint er mit Regenschirm-Umbrella? Sie kommen, sehr bald schon. Müssen uns beeilen. Verbrennt sie, verbrennt die Leichen. Verbrennt sie gut. Während der Befragung begann der Verdächtige sich heftig zu schütteln und setzte dann seinen Schreianfall fort. Die Befragung wurde beendet und ihm wurde ein Beruhigungsmittel verabreicht. Aufgrund des instabilen psychischen Zustands des Verdächtigen änderte sich seine Aussage von Moment zu Moment. Sein Delirium machte jeden Dialog unmöglich. Wir warten derzeit auf die Ergebnisse einer ärztlichen Untersuchung seines Zustandes. Die Sprengsätze von deiner Person und seiner Bleibe scheinen extrem kraftvoll. Als Sicherheitsvorkehrung wurde bei der Beweisaufnahme die Batterie eines Zünders entfernt. Die Batterie wird im Schließfächerraum verwahrt. Wes Drucker, vernehmen der Beamte. Was ist das für ein Name? Wes Drucker. Ey, Herr Drucker, kommen Sie mal her, bitte. Mist. Verschlossen. Verdammt. Brauchst keine Mütze mehr. Ganz schön krank, Kopf zu erschießen. Ich würde es ja immer noch cool finden, wenn die wenigstens was droppen würden, ja? Wie Abteil 4. Internes Memo. Ach, guck mal da. 22.09.1998. 9.15.7. Interne Büro. Hitzebeständige Tresor mit Dreizahlschloss vom Stars Büro in 2F ins Büro Westseite 1F verlegt. Die Kombination lautet links 9, rechts 15, links 7. Bitte Kombination sofort nach Erhalt ändern. RPD Hausmeister. Boah, hier mein Kombinationszettel. Ich müsste mal gucken, ob die wirklich dann in Teil 2 auch so war, die Kombi, ne? Könnte ich die Dinger nur mit Kameras umbringen? Lol. Mehr sagt er hier nicht. Ah, hier kann man auch noch nichts herstellen, ne? Das ist alles. Das wird alles erst befüllt, scheinbar, kurz vor Teil 2. Sturmgewehr-Muni. Rotes Kraut. Jetzt habe ich zweimal rotes Kraut. Willst du mich nicht rollen? Ich brauche fucking grünes Kraut. Ja, pack das mal rein. Die kannst du auch erstmal reinpacken.
So, ich gehe mal fix den Tresor öffnen. Ah, guck mal, mit 9 war ich schon richtig, ne? Nein! Zu weit gedreht, fuck. 15 und... Eine Gürteltasche. Aber ist mir jetzt gar nicht bei ihm aufgefallen, dass wir weniger Platz haben. So, jetzt geht's wieder da lang. Dann speichern wir einmal und dann geht's das Treppchen hoch. Okay, dann sind scheinbar doch... Ich hätte jetzt gedacht, wir haben zwei Kampagnen tatsächlich richtig. Einmal, dass wir mit Jill durchspielen. Und einmal mit ihm halt... wie im zweiten Teil mit Claire und Leon. Hätte ich deutlich cooler gefunden. Carlos, das Stars-Büro ist geradeaus. Verstanden. Ich wollte gerade sagen, da komme ich doch von hier nicht hin. Was soll die Blockade? Ja, ab durch die Duschen. Kein Vorhängeschloss. Eine Blendgranate. Really? Ah, ein grünes Kraut. Blaues Kraut habe ich hier noch gar nicht gesehen, ne? Hier ist nichts an. Ja. Ah! Schätze, wir tun's auf die explosive Tour. Hä? Hä? Warte mal. Die Batterie fehlt. Das heißt, wir müssen eine Batterie einsetzen. Das heißt wiederum, ich muss erstmal eine Batterie finden. Du Sau! Du bleibst jetzt liegen, Alter. Mistvieh. Aha. Oh fuck. Ich habe Teil 2 gespielt. Andere Frage.
Ist hier nicht noch eine Tür gewesen? So, also. Irgendwie. Ja, doch. Ich glaube schon. Naja. Oh, das Spiel speichert, ne? Ich hab Angst. Er ist tot. Das Ohr. Ich habe jetzt einen Schlüssel. Hey, Bro! Oh, du Kackvieh! Okay, das Ding hat's drauf. Das Ding hat's. Das war zu ruhig gerade. Okay, der erste Licker ist meistens alleine. Boah. Danke, brauche ich nicht mehr. Ah, hier fehlen auch die 3 und die 2, 102, 104, 106. Die brauche ich nicht. Also 4, 6 und 9. Und auf dieser Seite. Ne, okay. Also. Da ist die Batterie. Okay, deswegen sind die schon auf, wenn mal ein Teil 2 hier reinkommt. Ja. Es ergibt alles einen Sinn. Eine Handgranate. Ja, ich denke mal, wenn wir jetzt rauskommen, wird da der nächste Lick erwarten. Ah, das. Zu Papa. Weil wir jetzt hier wieder so ein. Okay, jetzt wissen wir auch, wie der Zünder nach oben kommt, ja? Ist von einem Straftäter. Ich habe ein grünes, das heißt, ich kann das rote aus der Kiste wieder nehmen. Ich nehme die doch mit. Eigentlich könnte man so eine Dinge auch einfach lagern, ne? Carlos! Hey, da ist eben ein Fettsack runtergefallen und nicht.
Da ist eben so ein Fetter runtergefallen, oder? Und ich hier so ein Spack. Okay. Junge, piss dich. Arme Nakoyem. Schnell weg. What? Ob das Ding so viel Schutz bietet? Du siehst nicht aus wie ein Kopf. So viel Sturmgewehr-Muni, ne? Noch mehr. Ich glaube, Pistolen-Muni? Holy shit. Scheiße. Alter, ich hoffe, dass nicht noch viel mehr von den Viechern kommen, ne, weil die fressen schon gut Muni. Nicht lustig. Gar nicht lustig. Hätte ich vielleicht jetzt noch rumgucken sollen da hinten? Dr. Bart. Oh Gott sei Dank. Weißt du, wie lange ich schon versuche, jemanden zu erreichen? Keine Sorge, wir holen sie da raus. Wo sind sie jetzt? Gefangen in einem verdammten Krankenhaus, von allen möglichen Monstern umzingelt. Hör zu, schick einfach die Stars. Die wissen, was zu tun ist. Nein, negativ. Aber sie ist auch überrannt. Dann lass dir was einfallen. Umbrella ist durchgedreht. Die bringen all ihre Forscher um.
Ich bin der Einzige, der weiß, wie man den Impfstoff gegen die Zombies herstellt. Du kannst also da mit der Hand in der Hose rumsitzen, oder? Jemanden schicken, der mich hier verdammt nochmal rausholen kann. Es gibt einen Impfstoff? Der gefällt mir. Ja, dachte ich mir. Du hast ihn gehört. Wir können ihn nicht der Firma übergeben. Das entscheiden nicht wir, sondern Mikhail. Ich sehe mal im Computer nach und schaue, ob ich den Doc orten kann. Mikhail ist dort. War doch der Alte, ne? Das wird etwas dauern. Sieh dich um. Guck, ob du was Nützliches findest. Ah, ja. Die Mac? Nein. Ah, der Brief an Chris ist auch noch nicht hier. Schade. Bericht über den Villen-Zwischenfall. Dieser bizarre Vorfall ereilte sich in einer Villa der Umbrella Corporation in den Arklay-Bergen. Das Bravo-Team der Stars wurde am 23. Juli entsendet, um eine Reihe von mysteriösen und grausamen Morden zu untersuchen, aber der Kontakt zu ihnen riss unerwartet ab. Am 24. Juli wurde das Alpha-Team ebenfalls entsendet und die Ereignisse in der nahegelegenen Villa verwickelt. Der Vorfall gipfelte in der Zerstörung der Villa. Es gab zahllose Opfer. Die einzigen Überlebenden waren 5 Mitglieder von Stars. Die Ereignisse lassen sich auf illegale Biowaffen-Experimente im Umbrella-Labor unter der Villa zurückführen. Das T-Virus, das in diesen Experimenten verwendet wurde, konnte die Anlage verlassen. Es wird angenommen, dass es die Grundursache all dieser Vorfälle ist. Jedoch wurden alle Beweise zusammen mit der Villa zerstört, was weitere Untersuchungen extrem schwierig gestaltet. Ist das Jill da vorne? Wow. Oh, das ist so ein ganz altes Bild, ne? Wo sieht er da Jill? Ach, da. Ist das in der Mitte dann Chris? Und dahinter Wesker? Eieiei. Special Tactics and Rescue Service. Stars. Ah, jetzt weiß ich, was Stars bedeutet. Ah, jetzt noch ein rotes. Er kloppt da auf dem Ding umher. Ah, hier ist sowas. Dann ist sie doch bestimmt auch eine Speichermaschine, oder? Ne, hier ist nur eine Inventarbox. Zum Krankenhaus gehen. Ja, was ist? Ein Geist? Jemand verletzt? Jill? Ach, Scheiße. Halt, was? Jill! Jill, was war das? Sag was! Zieh, ich muss los. Tu, was du musst. Ich kümmere mich um Bart. Okay. Eine Minute zuvor. Einen Weg nach draußen finden. Hab etwa nur ich überlebt? Zum neuen UBC. Gute Neuigkeiten, Schlappschwänze. Ich habe ein paar neue Waffen für euch, mit denen ihr garantiert euren Mann stehen könnt. Sie heißen Minengranaten. Diese Schätzchen wurden von der Umbrella Militärforschungseinheit entwickelt und werden euch heißer machen als euer Schatz, der zu Hause auf euch wartet.